Einen wundervollen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Auflösung unserer 17. Coding Challenge. Heute geht es darum, dass wir wollen sozusagen überprüfen, ob in dieser Liste Duplikate drin sind. Und das wollen wir in O von N, nicht in O von N Quadrat schaffen. Warum in O von N? Übrigens, ihr könnt auch überprüfen, ob 3 Elemente gleich sind oder 4 oder 5 oder 6 in O von N. Dazu braucht ihr keine quadratische oder hoch 3 Laufzeit oder sowas, weil ihr da einfach andere Datenstrukturen verwenden könnt. Und zwar werden wir uns stark an unserem letzten Mal orientieren. Das heißt, wo ist mein Aufnahmeprogramm? Da ist es. Ich brauche das immer so im Bildschirm. Wir werden uns hier dran orientieren. Es ist sehr ähnlich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr seid nicht ganz so gelangweilt gewesen davon. Ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass manche sagen, ich bin überfordert. Manche sagen, ist wieder viel zu einfach geworden. Aber ja, hin und wieder mal ein bisschen leichter und ein bisschen schwerer. Macht ja nichts. Aber gut. Okay, wir updaten hier einfach mal ganz kurz und wahrscheinlich werden wir hier sowieso wieder direkt 0,0 oder sogar negative Zeit brauchen. Wobei ich das hier jetzt mal ganz kurz ergänze und nenne das auch Dups hier, Dups von Liste. So, und dann kriegen wir hier natürlich von 17 unsere Lösungen, 17 und 17. Wunderbar. Okay, so, und jetzt kann man hier einfach hergehen und kann sagen, was man haben möchte. Und wir definieren uns das Ganze jetzt hier einfach mal als Dups. So, und das ist jetzt eigentlich auch wirklich sehr, sehr ähnlich zum letzten Mal. Wir bauen uns wieder ein Set, denn wir wissen ja schon, ein Set, da kann man einfach Sachen reinbacken und kann dann überprüfen, ob sie drin sind, und zwar in O von 1. Und das ist das Tolle daran. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach mal hier die Liste durch, for i in list. Und falls das Element noch nicht in unserem Set drin ist, for not, if not i in s, dann fügen wir das Ding hinzu, aber nur genau einmal, denn falls es schon drin ist, haben wir offensichtlich ein Duplikat gefunden, und falls wir hier unten angelangt sind und wir haben noch kein True zurückgegeben, haben wir offensichtlich kein Duplikat gefunden, und das ist tatsächlich schon eure Lösung. Das ist das ganze Drama gewesen, mega einfach eigentlich, ich weiß, aber man kann natürlich jetzt hier auch Sachen machen, wie zum Beispiel für jedes Element überprüfen, ob es ein Duplikat gibt und so weiter und so fort. Und das wäre dann ein O von N Quadrat. Das wollen wir möglichst vermeiden. Cool. Und ja, das ist eigentlich auch schon. Ich muss hier allerdings noch das hier anpassen, damit wir hier Benchmark 17 drin stehen haben. Ich glaube, das passt soweit. Und ja, starten wir das ganz einfach mal. Und warten kurz ab. Achso, halt, ich habe das hier vergessen. Blöd. Okay, jetzt starten wir es. Es rechnet ein wenig, aber nicht allzu lange, hoffe ich mal. Das Problem ist natürlich, ja, hier. Wir müssen am Anfang erstmal 1000 Anfragen stellen an den Server, um dann zu merken, wie lange braucht denn so eine Anfrage im Durchschnitt, bis sie mal durch ist, und wie lange brauchen wir eben zum Berechnen. Wir sehen jetzt hier, dass wir 0,0017 Sekunden gebraucht haben, um das hier zu überprüfen. Das heißt, wir waren echt unglaublich schnell. Und ja, das ist eigentlich auch schon eure Lösung. Ich weiß, dieses Mal war es sehr einfach. Nächstes Mal wird es, glaube ich, wieder ein bisschen schwerer. Muss ich mir noch mal überlegen, was ich da eigentlich gemacht hatte. Oder was ich da mit euch vorhatte, besser gesagt. Was ist das? Okay. Ich habe vergessen, den Benchmark von der 16 hier rauszuschmeißen. Der war quasi auch noch drin. Der ist nebenher auch mal noch so durchgelaufen. Okay, cool. Das heißt, ja, ich hoffe, ihr habt soweit alle geschafft. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß. Ciao.